Weizen, das Feld ist brach. Also unsere Nahrungsproduktion geht. Aber wann kommen die Schafe an, frage ich mich. Irgendwann kommt er bestimmt, der Viehhändler. Nun ja, wir müssen es gleich bereit machen. Eine Horde kommt und sie will uns wehtun. Okay, wo haben wir gutes Geländer? Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor sie da sind. 7 Ochsen, Weidefläche 0 von 39. Also wir haben 39 Weidefläche aktuell, die noch nicht belegt ist. Das ist, was die sagen möchte. Der hat ja auch 4 Weidefläche drin, ne? Ja, das erklärt das. Der hat 5 Weidefläche. Okay, sie betreten unser Land. Leute, mustert. Niemand rennt. So. Wo sind die Feinde? Da oben. Gut ist, die rennen auf uns zu. Können wir die als Gruppe 2 setzen? Ja. Gruppe 2, Gruppe 1. Rennt. Ihr bildet hier eine Linie. Und rennt. Wo sind sie? Wurden gesichtet. Und dann sind sie direkt verschwunden. Ihr habt Feuerfreierlaubnis. So, wenn wir auf deren rechten Seite schießen, dann schießen wir auf deren Seite, wo kein Schild ist. Wo sind sie? Folgendes. Räumen wir das ganze Gebüsch weg, damit wir ein bisschen was sehen können. Wo auch wirklich Truppen sind, wo nicht. Okay, gut. Unsere Bogenschützen sind ein bisschen überfordert. Ihr geht nach da hinten in der Zweierlinie. Welche Taste? Ah, Tab. Ihr geht dahinter.
Warum sind die so überfordert, Leute? Ihr sollt nicht rennen. Okay, die Bogenschützen finden schon ihre Ziele. Da hinten kommen sie. Und nein, wir haben uns auf unserer rechten Seite aufgestellt, aber auf deren linken. Genial. Okay, wir haben einen unserer Speerträger verloren. Ihr sollt euch auf Standhaft setzen. Seid defensiv. Eure Aufgabe ist es, euch zu verteidigen. Unsere Schützen räumen den Rest auf. Oh, das ist nicht gut. Ihr, wenn ihr könnt, zieht euch zurück. Ihr, zieht euch da rein zurück. Wisst ihr was? Drängt sie zurück. Dahin, ihr, lasst euch weiter zurückfallen. Ihr, lasst euch hierhin zurückfallen. Die haben das gewonnen. Voran. Oh je, das hat uns viele Menschen gekostet. Oh, da ist einer unserer Truppen weggerannt. Oder. Ja, ist gerannt. Und ist gestorben. Wahrscheinlich. Ist komplett aufgerieben worden. Das ist nicht so gut. Als sie in so Bogenschützen gerannt sind, wurde es schmerzhaft. Macht euch kompakter. Hier rüber. Wir haben viel unserer Schützen verloren bei diesem Angriff. Das war, hätte so nicht laufen müssen. Haben wir gewonnen? Es scheint, wir haben gewonnen. In dem Fall an die Arbeit. Nein, das hat ein Blutbad gegeben hier. Ich glaube, mindestens jede Familie hat mindestens eine Person verloren. Denn jede Familie hat zwei Männer und eine Frau. Siedler 6 mäßig. Brennstoffnot.
Warum? Weil ihr irgendwelche Stände habt und dann solltet ihr am besten ein Belager ausarbeiten. So. Und hier sollten wir förstern. Gut, unsere Stadt muss sich ein bisschen erholen von der Sache. Das hat uns durchaus ein paar Leute gekostet. Nicht bestattete Leichen. Guter Punkt. Stellt Leute in die Kirche, um das zu bestatten. Ganz schnell. Das kostet uns nämlich ganz schön schnell Sachen. Da haben wir keine Bretter. Wie haben wir schon wieder keine verschissenen Bretter? Sind die Schafe inzwischen irgendwie? Nö. Hier müssen wir vielleicht jemanden reinsetzen, damit das auch wirklich funktioniert. So, was hat unsere Armee gerade? Die erholt sich langsam. Mit neuen Leuten dazukommen. Oh, scheiße, haben wir viele Felder. Diese kleinen Schilde mehr wert als große Schilde? Handelsposten. Wir können nämlich Waffen verkaufen. Nein, sind gleich viel wert. Okay, hier Export. Wir wollen eigentlich nicht mehr als, sagen wir mal, 20 Stück jederzeit haben. Export. Mehr als... Bis das da brauchen wir gar keine. Runter damit. Bögen wollen wir immer so viel da haben. Seitenwaffen haben wir 19. Habe ich nicht vor, wirklich zu benutzen. Eigentlich sollte ich nichts verkaufen, was Eisenerz kostet, um die Wahrheit zu sagen. Ich sollte wirklich nichts verkaufen, was Eisen kostet. Weil wir Eisen importieren müssen. Helme würden 6 pro Helm kosten. Helme wären schon nützlich. Plattenrüstung wäre natürlich ziemlich teuer. Gambisons würden auch 6 kosten, aber Gambisons können wir selbst herstellen. Wird wir irgendwann in unserem Leben wieder Bretter haben. Und Bauholz ist auch gut wie weg. Okay, gut. Rasten wir aus. Und wir bauen jetzt Förster. Ich habe jetzt genug davon, dass wir keine Bäume mehr haben und die Leute zu weit rennen müssen. Zimmert die brav hoch. Allgemeines Lager ist voll. Dann hole jemand das Zeug bitte ab. Ich glaube, wir brauchen noch ein weiteres großes Lagerhaus. Oder generell Lagerhäuser. Wir haben nämlich sehr viele Leute und wir müssen schon neue Hütten bauen. Also mit einem Speicher kommen wir für den Moment ganz gut klar. Wir brauchen nur... definitiv mehr Lagerhäuser. Wohngebäude. Wir könnten entweder... nein. Es ist lange her, dass wir wirklich Hofstätten oder... dass wir wirklich Hofstätten bauen mussten. In der Sammelhütte ist natürlich niemand drin, weil warum sollte auch? Wo bleiben eigentlich meine beschissenen Schafe, die ich bestellt hatte?
Die Vorräte kann man kurz mal recyceln. Der Brennofen hier hinten kann bei Zeit noch benutzt werden. Ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben, so viel Bauholz zu verbrauchen, aber von mir aus. Leute, hier haben hier ihre Stände. Gibt es irgendwo jemanden, der nicht wirklich versorgt? Okay, die Leichen wirken hier noch. Aber wird sich die Kirche drum kümmern? Mehr Unterhaltung ist jetzt eine Sache. Warum? Kommt der Brauer nicht hinterher? Bisschen weiteren Brauer bauen. Bauen wir einen Brauer. Denn offensichtlich kommt die Taverne nicht hinterher. Die Leute kriegen irgendwie keine Kleidung ab. Und ich weiß noch nicht warum. Oh ja, Tatsache, da müssen wir was gegen machen. Wir müssen auch mehr Leute in den Speicher setzen. Wir haben keine Leute übrig. Wir haben gerade keine Leute. Niemand baut irgendwas. Wir brauchen nicht so viele Leute beim Handeln. Und ich glaube, wir brauchen auch nicht so viele Holzfäller, theoretisch. Aber da weiß man niemals so genau. Wieso sind hier keine verdammten Ochsen drin? Weil hier Ochsen reingesetzt wurden, nicht wahr? Gut, wir müssen, wie ich sagte, mehr Hütten bauen. Da wird es dann wieder Zeit. Und da wollten wir in diese Richtung eigentlich gehen. Denn hier wollen wir unser Haus hinsetzen. Unsere Wohnung. Unsere eigene Residenz. Die soll hier so irgendwie in diesen Bereich gehen. Hier haben wir entsprechend Platz, um weitere Hütten zu bauen. Und wir brauchen hier wahrscheinlich noch einen weiteren Marktplatz, weil das nicht mehr klar geht. Okay, Sekunde. Dann müssen wir die Straßen ein bisschen anders setzen. So. Wir haben hier eigentlich Platz für den Marktplatz. So. Die Straße haben wir noch. Dann ist ja alles gut. Wir schließen trotzdem noch ein bisschen an. Aus irgendwelchen Gründen. Ich habe noch nicht entschieden, welchen. Das Spiel speichert. Mal sehen. Hier wollen wir halt mehr kleine Hütten haben. Und ich versuche halt das Rastermuster zu verhindern, auch wenn es das effizienteste wäre, offensichtlich.
Aber nö, weigere ich mich. Sehe ich nicht ein. Geht's noch ein bisschen kleiner? Dann machen wir das so. Was soll das, Straße? Gut. Wie sieht eigentlich mit Wasseradern aktuell aus? Okay, hier ist überall nirgendwo kein. Hier ist überall nirgendwo kein Wasser, genau. Könnten wir eine Eisengrube. Also eigentlich könnten wir das Erz hier einfach abarbeiten, anstatt das ganze Zeit einzukaufen. Bretter und Balls gehen langsam zumindest da rein. Okay, warum haben wir Holzfäller, die ja Stände haben? Wer braucht denn sowas? Leute mit Ständen haben nichts in einem Holzfäller, in einem Produktionsgebäude verloren. Die gehören in Lagerhäuser. Wie dieses hier. Ah, wir müssen ein bisschen mehr bauen lassen. Unser Bevölkerungswachstum wird uns ansonsten bald wieder einfach erwischen. Hier können wir Wohnraum erweitern, hier könnten wir ausbauen. Hier haben wir ein bisschen Gemüse. Und diese kleinen Dinger hier. Die gehen einfach auf Hühner. Die in der Innenstadt nicht unbedingt. Eine Schneiderei. Wie sieht es mit Stoff aus? Also der Import von Flachs hat bisher auch gar nichts gebracht, oder? Doch. Wir haben eine Weberei, also wo ist das Problem? Das Problem ist, die Weberei nicht reicht. Wir haben Schafe! Wir haben Schafe bekommen! Und da hinten kommt ein Ochse. Wir haben niemanden in der Schafzucht. Da können wir eine Person erstmal reinsetzen. Und da wurden halt Ochsen untergebracht. Ochsen! So. Die Stadt ist aber schon schön. Also die entsteht schon ganz gut vor sich hin. Also, wir verfügen über Flachs und Gerste. Weizen haben wir bald als eine Ernte. Was kein so großes Problem ist, weil wir Brot noch ohne größere Schwierigkeiten haben. Brennstoff. Geht soweit klar. Aber wir sind nicht bei so viel. Von neuen Familien, die wir kriegen, sollten wir bald die Försterhütten belegen. Hier, setzen wir mal einen Förster rein. Setzen wir da einen Förster rein. Und setzen wir da einen Förster rein. Bitte forstet dieses traurige Land wieder auf. Die Sammlerhütte sammelt. Wie viel Platz haben wir im Speicher eigentlich? Der Speicher ist halb voll. Ich erwäge, ob wir einen zweiten bauen wollen. Aber aktuell ist er noch halb voll, also geht das noch klar.
Wir werden natürlich Ende dieses Winters oder kommenden Winter noch einen Haufen Brot dazu bekommen. Die Reserven von vor letztem Jahr haben noch immer bis jetzt gehalten. Hühner. 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 Wir brauchen mehr Ei. Wir brauchen das Protein, Leute. Das Protein. Naja, wir müssen noch drei solche Stufen bauen. Da waren wir schon sehr, sehr nah dran öfters. Und ich denke, wir bringen das jetzt einfach zu Ende hier. Gehen wir auf die nächste Stufe. Wir brauchen noch ein Gebäude, das auf Stufe 3 möchte. Welches nehmen wir dafür denn? Setzen wir es mal nach von wo aus am liebsten? Fangen wir hier hinten an mit dem nächsten. Das ist Stufe 2 Gebäude. Wir brauchen Stufe 3. Dann gehen wir hier auf Stufe. Wir haben keine Bretter mehr. Wie immer. So sieht's aus, Phoenix. So, nebenbei ein paar Sachen prüfen. Ich sehe davon gerade gar nichts. Wie sieht's hier halt aus? Hier ist alles geregelt. Die Kirche kann übrigens kurz mal wieder. Wir brauchen niemanden mehr da drin. Noch ist Juli. Ihr stopft da unglaublich viel Holz rein, aber das könnt ihr nicht mehr benutzen, Leute. Am Ende kriege ich das Gefühl, wir sollten stattdessen einfach mehr Sägemühlen bauen, anstatt aufgewertete. So, jetzt kriegen wir die nächste Stufe. Dann werden wir eine mittlere Stadt. Aktuell sind wir eine Kleinstadt. Was nehmen wir uns als nächsten Punkt? Ich wäre interessiert an der einfachen Rüstungsproduktion, wenn wir eine Rüstungsschmiede bauen können. Der Köhler wäre aber auch ziemlich gut, weil er wirklich sehr gut, was Brennstoff angeht. Ist, was Brennstoff angeht. So. Das würde uns aktuell gar nichts bringen. Wir haben keinen Zugriff darauf. Also für diese Stadt würde uns das nichts bringen. Da vermehren sich mit der Zeit langsam. Das wäre auch nützlich. Das hätte auch wirklich was. Ermögliche Nutzung eines brachliegenden Feldes als Weide. Wodurch die Fruchtbarkeit regeneriert, was wäre gut. Dürren machen nicht so viel. Roggen wäre natürlich auch gut. Aber naja, was wir machen. Ich wäre interessiert an Fallenstellen, damit wir einfach Fleisch nebenbei bekommen. Aber ich glaube, mit Nahrung kommen wir sowieso schon klar. Bären sind mir egal. Bienen, Honig und Wachs brauchen wir wohl nicht. Ich denke, mit Brennholz werden wir schon klarkommen. Im Zweifel bauen wir noch eine weitere Hütte irgendwo anders hin. Natürlich. Natürlich müssen die Eier roh bleiben. Übrigens, die Dinge hier. Damit können wir noch nicht mehr wirklich was machen. Ja, dafür würde ich liefern Feldfrüchte 50% weniger Ertrag. Das würde uns umbringen. Und all die anderen machen noch nichts. Produktion macht noch gar nichts. Also ich überlege, das nächste wird wahrscheinlich die einfache Rüstungsproduktion sein, damit wir Helme herstellen können. Weidefläche ist mit 12 von 30 benutzt.
Es wird langsam August.